den darfst du nicht provozieren. Der sieht ja ganz harmlos aus, ja. Aber wenn der sein Hemd auszieht, dann sieht der so aus. Heute erhielt ich deinen beleidigten Brief, deine Nachschnüffeleien kränken mich tief. Und erstens ist Taifi kein Frauenzimmer, dann zweitens treiben's andere viel schlimmer. Und drittens hab ich parteilos betrachtet, zwar mit ihr in einem gemeinsamen Zimmer, im Grand Hotel Diskretion übernachtet, doch war überhaupt dieses Zimmer noch frei. Wie die Betten zueinander standen, vergleiche die kleine Skizze anbei, ist gar kein Grund zum Verdächten vorhanden. Und im Übrigen weißt du, ich lieb dich so sehr, ich liebe dich so sehr, Hedi, ich liebe dich so sehr. Uli, der ist der Kopf hier. Er ist ja mehr der Praktiker. Uli ist der Kopf. Der hat schon Sachen rausgekriegt, ja. Zum Beispiel, warum Fische unter Wasser schwimmen und nicht durch die Luft fliegen, ja. Ja, genau, hier können wir mal mit unserer Power-Pub-Präsentation... Wenn Fische durch die Luft fliegen würden, ja, bestände immer die Gefahr, dass der Blitz einschlägt. Ja. Durch die Feuchtigkeit, ja. Die Fischforscher! Die Fischforscher! Das sind Uli Sobotta Longquich und Gabriel Longquich Sobotta. Sie sind ja Zwillinge! Ha. Ja, Zwillinge. Gabriel sogar eineiig. Seit dem Unfall. Ich konnte die anfangs nicht auseinanderhalten. Das ging erst, als ich wieder nüchtern war. Ich sterbe, du stirbst, er stirbt. Viel schlimmer ist, wenn ein volles Fass verdirbt. Denn auch wir wollen erst ausgetrunken sein. Besauft euch bei Zeiten. Alle Flüssigkeiten finden sich wieder ins Meer hinein. Wo wir den Schwämmen gleich sind, wo uns nichts gebricht, weil wir weich sind, wenn man in eine Leiche sticht. Sie fühlt es nicht, will mich nie mehr acht Glasen wecken, will ich gern den Fischen wie Hackfleisch mit Rührei schmecken. Wir stammen ja alle vom Fisch ab. Aber dann hat sich irgendwann Fisch und Mensch, also Fisch und Fischmensch, hat sich getrennt. Ja. Da gab es so Übergangsformen. Da kann man das. Geht ja so durch. So, ja. Ja, das ist ja auch, weißt du, dann plötzlich der Fischmensch, der hat dann plötzlich statt einer Flosse einen Arm gekriegt. Ja. Ist ja blöd unter Wasser. Da bist ja nicht mehr so schnell mit, ja. Und der Mensch will ja immer vorne mitschwimmen. Der will ja immer der Erste sein. Ja. Ja, was macht er dann mit seinem Arm, mit seiner Krüppelflosse, wie der Fisch den Arm nennt? Kriecht an Land, ja, um bessere Bedingungen zu haben. Machen Menschen immer so. Hier, seitdem ich jetzt nur noch in Ü50 Sportgruppen gehe, da bin ich wieder einer der Besten. Fragt meinen Bruder, fragt meine Schwestern. Nordic Walking, hey, das ist von gestern. Ich hab's gehört in einem Talk. Der neue Sport heißt Frogman Walk. Frogman Walk. Es macht dich schlank, es macht dich stark. Frogman Walk. Es wurde dann in der Kombüse eine unbekannte Echsenart entdeckt. Die sogenannte Subotta-Echse. Ja. Und da war ja sofort der WWF auf dem Schiff. Ja.
Da waren zwei Aktivisten da, so ein Pärchen, die haben vor der Kombüse gezeltet. Ja. Duft keiner mehr in die Kombüse rein. Ja. Also versorgt wurden wir zu dem Zeitpunkt ja schon lange vom Malteser Hilfsdienst. Ja, das ist sowas wie der Pizzaservice auf See, nur dass sie halt nur Schnaps bringen. Das, Pöp und Quacki pöp dich, höre ich eine Stimme hinter mir. Ich drehe mich um. Der Türsteher vom Flamingo Paradise, der hat ohne Zähne doch noch Arbeit gefunden. Na? Der hat kassiert, der wollte gar kein Trinkgeld. Also der hat Gabriel gesehen, ist gleich vom Schiff wieder abgehauen. Na? Und dann war mit einem Tag plötzlich die Subotta-Echse verschwunden. Und dann gab es richtig Stress zwischen den beiden WWF-Aktivisten. Ja? Also das war ja ein Pärchen, ja, verheiratet auch fast. Also dann nicht mehr, weil sie hatte ihn betrogen. Aber nur einmal mit der Mannschaft. Wenn wir mal keine Echse mehr da sind, die wieder abgehauen. Und Gabriel hat dann der Frau zum Abschied auch noch eine Handtasche geschenkt. Ja. Oh, die war schön, mit so einer Echsenstruktur. Also, ist egal, was du dem in die Finger gibst, der bastelt was raus. Wenn dich deine Braut fragt, ob du sie liebst, weißt du, was du dann machen musst? Ja, antworten musst du, ja. Aber nicht zu schnell. Wenn du zu schnell antwortest, glaubt sie dir nicht. Wenn du zu lange wartest, fängt sie an, mit dir zu diskutieren. Nein, du musst sie anschauen und sagen, ja, mein Schatz, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ja, und das geht meistens auch nicht gut. Im Grunde genommen ist der Abend gelaufen, steht die Frage erstmal im Raum. Warum fragt sie überhaupt? Ich frag doch auch nicht. Ich gehe einfach davon aus, der du meine Wege mit mir gehst. Jede Laune meiner Wimpern spürst. Meine Schlechtigkeiten duldest. Duldest und verstehst. Weißt du wohl, wie heiß du oft mich rührst. Wie heiß. Wenn ich tot bin, darfst du gar nicht trauern. Meine Liebe wird mich überdauern und in fremden Kleidern dir begegnen und dich segnen. Weißt du wohl, wie heiß du oft mich rührst? Und mein Guthaben ist ja schon immer aufgebraucht nach 2 Tagen. Und Flatrate habe ich nicht. Hat keiner auf dem Schiff. Gott sei Dank. Sonst würden wir auch noch alle mit dem Smartphone da kommunizieren. So kommt doch kein richtiges Gespräch zustande. Richtiges Gespräch ist, wo dir die Spucke vom Gegenüber noch ins Gesicht fliegt. Ja. Ja, oder wenn du einfach nicht mehr die richtigen Worte findest, dass du auch mal handgreiflich werden kannst. Ja. Ein Arschtritt ist und bleibt analog immer noch am schönsten. Wir sind betrunken wie die Wellen im stillen Ozean. Das hat uns am Gesellen der Whisky angetan. Wir glotzen in das Leben wie eingekochter Fisch. Und wenn wir uns erheben, dann liegen wir unterm Tisch. Drum bleiben wir besser noch sitzen und trinken immer noch mehr. Und unsere Nasen schwitzen sehr. Wir wollen alle nur noch lallen und brüllen wie ein Rind, dass wir den Leuten gefallen, die nicht dann sehen. Wir wollen alle nur noch lallen und brüllen wie ein Rind, dass wir den Leuten gefallen, die nicht dann sehen. Volker!
die Flaschen ab!